Zuschauer, herzlich willkommen bei Zurück zum Wort. Wir haben heute bei der Stunde der Wahrheit einen Gast bei uns. Und zwar kommt der aus Gabun. Es ist ein Bruder, ein Missionar, der nach Deutschland gekommen ist und euch heute eine Botschaft verkünden möchte. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être en Allemagne. Danke Herr für deine Gnade. Wir danken dem Herrn, dass wir die Gnade haben, in Deutschland sein zu dürfen. Dans cette belle mission, l'heure de vérité. In dieser schönen Sendung, die Stunde der Wahrheit. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Und die Bibel sagt nämlich, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Je suis votre frère Pierre. Ich bin euer Bruder Pierre. Je vous salue dans le nom de Jésus. Und grüße euch im Namen Jesu Christi. Nous voulons élever un seul nom ce soir. Und wir wollen nur einen einzigen Namen hochheben heute. Nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Und zwar von Jesus Christus von Nazareth sprechen. Le seul qui est capable. Und zwar den einzigen, der, dem es möglich ist. Le sauver. Zu retten. De délivrer. Zu befreien. De restaurer. Wiederherzustellen. Il est le chemin. Und er ist der Weg. Il est le vrai Dieu. Und der wahre Gott. Il est le véritable Dieu. Er ist der wirkliche Gott. Et c'est lui dont nous voulons parler ce soir. Und über ihn wollen wir heute Abend sprechen. Nous voulons humblement parler ce soir de Jésus. Und zwar wollen wir demütig über Jesus sprechen. Et la pensée que le Seigneur me met à cœur. Und dieser Gedanke, den der Herr mir aufs Herz legt. C'est simplement parler sur les faux prophètes. Ist es, über die falschen Propheten zu sprechen. Les faux frères. Und die falschen Brüder. Qui envahissent les églises. Die die Gemeinden und die Kirchen überströmen. Qui sont envoyés par l'ennemi. Und vom Feind gesandt werden. Pour détruire les vrais enfants de Dieu. Um die wahren Kinder Gottes zu zerstören. Pour tromper les vrais enfants de Dieu. Und die wahren Kinder Gottes zu verführen. Et pour les résister. Um dem zu widerstehen. Il faut être enseigné. Müssen wir gelehrt sein. Il faut comprendre ce que le Seigneur a dit sur les faux prophètes. Und wir müssen wissen, was der Herr über falsche Propheten sagt. Et nous allons commencer avec ce verset dans Matthieu 7. Und in Matthäus 7 lesen wir einen Vers. Matthieu 7. Matthäus 7. Matthieu 7, à partir du verset 15 à 20. Ab Vers 15. Je vais lire la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. Verset 15. Matthäus 7, Vers 15. Gardez-vous des faux prophètes. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ils viennent en vous en habit de brebis. Die in Schafskleidern zu euch kommen. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Verset 16. Vers 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Liest man etwa von Dornentrauben? Ou des figues sur des chardons? Oder von Distelnfeigen? Verset 17. Vers 17. Ainsi tout bon arbre. So bringt jeder gute Baum porte de bons fruits. Gute Früchte. Mais le mauvais arbre aber der faule Baum porte de mauvais fruits. Bringt schlechte Früchte. Verset 18. Vers 18. Un bon arbre ein guter Baum ne peut porter de mauvais fruits. Kann nicht schlechte Früchte bringen. Ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Verset 19. Vers 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, coupé et jeté au wird feu. Abgehauen und ins Feuer geworfen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. C'est notre Seigneur qui parle. Da hat unser Herr Jesus gesprochen. C'est le message notre Seigneur. Das ist die Botschaft unseres Herrn Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. Le Dieu des nations. Der Gott der Nationen. Celui qui nous donne ce message. Er gibt uns diese Botschaft. Et il nous dit. Und sagt uns. Gardez-vous des faux prophètes. Ihr sollt euch hüten vor falschen Brüdern. Gardez-vous des faux frères. Von falschen Brüdern euch hüten. Ils viennent en nous. Denn sie kommen zu en uns. En vêtement de brebis. Mitten unter die Schafe. Ça veut dire quoi? Und verkleiden sich als Schafe. Ils viennent dans nos assemblées. Das bedeutet, sie ils, kommen in die Christenversammlungen, in die Kirchen. Comme étant enfants de Dieu. Und tun so, als ob sie Kinder Gottes ils wären. Prêchent bien. Und predigen auch. Ils enseignent bien. Sie lehren auch gut. Ils montrent en apparence qu'ils aiment Jésus. Und zeigen mit ihrem Auftreten, dass sie sogenannt Jesus lieben. Mais dans le fond. Aber in ihrem Inneren, dans le cœur, in ihrem Herzen, ce sont pas les enfants de Dieu. Sind's nicht wirklich Kinder Gottes. Parce qu'il dit, ils viennent en nous en vêtements de brebis.
Denn sie kommen in Schafskleidern. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Aber innerlich sind es reißende Wölfe. Le rôle du loup, was ist die Rolle des Wolfs? C'est de déchirer les brebis. Und zwar die Schafe zu reißen. C'est de détruire les brebis. Die Schafe zu zerstören. Il vient avec un message. Er kommt mit einer Botschaft. Qui n'est pas de Dieu. Die nicht von Gott stammt. Un message axé sur la prospérité. Eine Botschaft, die auf Wohlstand beruht. Un message axé sur l'élévation de l'homme. Eine Botschaft, die auf die Erhebung des Menschen beruht. Un message qui met Jésus de côté. Eine Botschaft, die Jesus auf die Seite stellt. Et ils amènent les âmes en enfer. Und sie führen die Seelen in die Hölle. Et Jésus nous dit, gardez-vous de faux prophètes. Aber Jesus sagt, ihr sollt euch vor diesen Propheten hüten. Et dans ce message, und in dieser Botschaft, le Seigneur nous dit, sagt der Herr zu uns, Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, le Seigneur nous dit, der Herr sagt zu uns, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Vous les reconnaîtrez littéralement à leur vie. Ihr werdet sie sprichwörtlich an ihrem Leben erkennen. Il n'a pas dit à leur don. Er hat nicht gesagt, ihr werdet sie an den Gaben erkennen. Il n'a pas dit à leur grâce. Ihr werdet sie nicht an ihrer Gnade erkennen. Ça veut dire quoi? Was soll das bedeuten? Ça veut tout simplement dire, das will einfach heißen, ils sont faux, sie sind falsch, mais ils ont la grâce de la délivrance. Aber sie haben eine Gnade, dass sie Befreiung machen können. Ils ont la grâce de prêcher. Sie haben die Gnade, dass sie predigen können. Mais leur vie, aber ihre eigenen Leben, est contraire à la vie de Jésus. Steht im Gegensatz zum Leben Jesu. Comme Pierre le dit, Petrus sagt zu uns, ils vivent consciencieusement dans le péché. Sie leben bewusst in der Sünde. Ils dépouillent les âmes du Seigneur. Sie entkleiden die Seelen des Herrn. Ils détruisent les âmes du Seigneur. Sie zerstören die Seelen des Herrn. Et ils accomplissent la parole de Jean 10. Und sie tun, was in Johannes 10 steht. Où le Seigneur dit, wo der Herr sagt, le diable ne vient que pour égorger, der Teufel kommt nur, um zu rauben, détruire, zu stehlen. Et c'est ça leur rôle. Und das ist ihre Rolle. Et lorsque les enfants de Dieu sont dans leurs mains, und wenn die Kinder Gottes in ihrer Hand sind, ils sont cassés, werden sie zerbrochen, ils sont blessés, werden sie verletzt. Et ils ne veulent plus entendre parler de Jésus. Und sie wollen nicht mehr über Jesus hören. C'est ça leur rôle. Das ist die Rolle der falschen Propheten. Et comment les reconnaître? Und wie erkennt man sie? Il faut être enseigné. Man muss gelehrt sein. Il faut être affermi. Man muss gestärkt sein im Wort. Il faut méditer la parole. Und das Wort Gottes lesen. Et Jésus nous donne ce beau message. Und Jesus gibt uns diese wichtige Botschaft. Vous la reconnaîtrez à leur vie. Ihr werdet sie an ihrem Leben erkennen. Par les actes qu'ils posent. Durch diese Taten, die sie jeden Tag tun. Voilà pourquoi la Bible dit, deswegen sagt die que Bibel, vous connaîtrez la vérité. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Et la vérité vous rendra libre. Die Wahrheit wird euch freisetzen. La vérité, c'est pas une assemblée. Die Wahrheit ist nicht eine Christengemeinde. La vérité, c'est pas une église. Die Wahrheit ist nicht eine Kirche. La vérité, c'est la parole de Dieu. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. La vérité, c'est Jésus. Die Wahrheit ist Jesus. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Und wir müssen unsere Augen auf Jesus. Nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Wir müssen unsere Augen auf Jesus. Pas sur un homme. Nicht auf Menschen. Pas sur une église. Nicht auf eine Gemeinde. Mais sur Jésus-Christ de Nazareth. Sondern auf Jesus von Nazareth. C'est la seule personne. Das ist die einzige Person. Qui a pu dire, der gesagt hat, je suis le chemin, ich bin der Weg, la vérité, die Wahrheit et la vie. Und das Leben. Jésus est la vérité. Jesus ist die Wahrheit. Et dans cette vérité-là, und in dieser Wahrheit, il nous dit, sagt er uns, gardez-vous des faux prophètes. Ihr sollt euch hüten vor falschen Propheten. Ils viennent en habit de brebis. Sie kommen in Schafskleidern. Ça veut dire quoi? Was soll das bedeuten? Ils viennent comme étant des frères. Sie kommen und tun so, als ob sie christliche Brüder wären. Ils viennent comme étant des sœurs. Sie tun so und kommen, als ob sie christliche Schwestern wären. Comme ils viennent comme étant des pasteurs de Jésus. Sie kommen und tun so, als ob sie Pastoren Jesu Christi wären. Mais dans le fond, aber in ihrem Innern, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Sind das gar keine Kinder Gottes. Ce sont les enfants de l'ennemi. Sondern Kinder des Feindes. Et quelle est leur mission? Und was ist ihre Mission? Quelle est leur rôle? Was ist ihre Rolle? C'est de détruire les âmes du Seigneur. Die Seelen der Gläubigen zu zerstören. C'est de dépouiller les âmes du Seigneur. Die Seelen der Gläubigen zu entkleiden. Et ils ne veulent plus, et ces âmes blessées,
Und diese verletzten Seelen ne veulent plus entendre parler de Jésus. Möchten nichts mehr von Jesus und von Gott wissen. Alors, frères et sœurs, Brüder und Schwestern, frères et sœurs, Brüder und Schwestern, nous sommes interpellés ce soir. Wir werden heute aufgerufen. Chacun de nous dans sa maison. Jeder von uns daheim. Ceux qui écoutent ce message. Alle diejenigen, die diese Botschaft anhören. Nous sommes interpellés ce soir. Wir werden heute aufgerufen. À lire la parole de Dieu. Das Wort Gottes zu lesen. Afin qu'on ne soit plus dépouillé par les faux prophètes. Damit wir nicht mehr von falschen Propheten betrogen werden. Afin qu'on ne soit plus volé par les faux prophètes. Damit wir nicht mehr von falschen Propheten bestohlen werden. Car Jésus est venu. Denn Jesus ist gekommen. Pour nous sauver. Um uns zu erretten. Pour nous donner la vie en abondance. Um uns das Leben in Fülle zu geben. Et cette vie est dans la parole. Und dieses Leben ist im Wort. Et cette vie. Und dieses Leben, c'est la vie éternelle. Ist das ewige Leben. Et pour l'acquérir, und um dieses Leben zu kriegen, tu n'as pas besoin de donner l'argent. Brauchst du nicht dein Geld. Tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Du brauchst nicht dafür zu bezahlen. Pour l'acquérir, sondern um dieses Leben il faut zu kriegen, simplement accepter Jésus. Musst du einfach nur Jesus comme annehmen, Sauveur et Seigneur. Als Herr und Meister und Retter. Et si tu acceptes Jésus, und wenn du Jesus annimmst, quelle que soit ta nationalité, egal welche Nationalität quel que soit du hast, ton rang social, egal welchen soziale Stellung du hast, si tu acceptes Jésus, wenn du Jesus annimmst, tu as la vie éternelle, wirst du das ewige Leben tu haben vas au ciel, und in den Himmel kommen. Dieu ne regarde pas ta richesse. Jesus schaut nicht deinen Reichtum an. Il ne regarde pas ta nationalité. Er sieht nicht, welche Nationalität du hast. Il est venu pour sauver les peuples. Sondern ist gekommen, um sein Volk zu retten. Il est venu pour sauver les peuples. Er ist gekommen, um sein Volk zu retten. Voilà pourquoi il est Dieu. Deswegen ist er Gott. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern. Ce message est capital pour nos vies. Diese Botschaft ist sehr wichtig für unser Leben. Nous devons nous soumettre à la vérité de la parole. Wir müssen uns der Wahrheit des Wortes Gottes hingeben. Nous devons méditer la parole. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Nous devons prier. Beten. Parce que Jésus revient. Denn Jesus kommt wieder zurück. Ces faux prophètes là, diese falschen Propheten, ils envahissent les nations. Überfluten die Nationen. Avec un faux message. Mit einer falschen Botschaft. Le constat est fait depuis. Wir haben das schon länger bemerkt. Voilà pourquoi. Und deswegen nous devons méditer la parole. Müssen wir das Wort Gottes studieren. Nous devons accepter d'être enseignés. Wir müssen auch akzeptieren, dass uns jemand lehrt. Et à chaque fois que quelqu'un vient vers nous, und jedes Mal, wenn sich uns jemand nähert, même s'il te dit qu'il est pasteur, auch wenn sagt, er ist Pfarrer oder Pastor, même s'il te dit qu'il est prophète, auch wenn sagt, er sei ein Prophet, il faut consulter Dieu. Musst du erstmal Gott fragen. Et Dieu te montrera l'état de son cœur. Und Gott wird dir zeigen, welche Herzenseinstellung car la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, wenn das Wort Gottes sagt, aucune créature n'est cachée devant Jésus. Keine Kreatur ist vor Jesus Augen unsichtbar. Tout est mis à nu devant Jésus. Alles ist vor Jesus Augen offenbar. Il est le seul, er ist der Einzige, qui voit ce qui est caché dans le secret. Der sieht, was im Geheimen von sich geht. À chaque fois que tu vas dans une assemblée, jedes Mal, wenn du in eine Gemeindeversammlung gehst, que tu vas prier dans une maison, oder in ein Haus gehst, um zu beten, il faut demander au Seigneur, musst du Gott fragen, l'état de cœur, welches sind die Herzenseinstellungen dieser Menschen, des personnes qui vont prier avec toi. Dieser Menschen, die mit dir beten, demande au Seigneur, frag den Herrn, Seigneur, Herr, est-ce que ceux-là sont tes enfants? Sind die da deine Kinder? Est-ce que sont tes enfants? Sind das wirklich deine Kinder? Et Dieu va te répondre. Und Gott wird il dit dans dir Jérémie, antworten, weil sagt in Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Rufe mich und ich werde dir antworten. Invoque-moi, je te répondrai. Rufe mich und ich werde dir antworten. Si tu agis comme ça, wenn du so handelst, en tant qu'enfant de Dieu, als Kind Gottes, Dieu va te préserver des faux prophètes. Wird Gott dich behüten vor falschen. Il va te préserver des faux frères. Er wird dich vor falschen Brüdern et il te conduira und dich führen vers des personnes zu den Personen, qui aiment Jésus, die Jesus lieb haben, qui vont t'aider à grandir, und die dir helfen werden, groß zu werden, qui vont t'aider à aimer la parole de die Dieu, dir helfen zu wachsen und das Wort Gottes zu lieben. C'est ça l'évangile. Das ist das Evangelium. C'est ça le message du das Seigneur. Ist die Botschaft des Herrn. Il revient,
Er kommt. Et nous devons écouter la vérité. Und wir müssen die Wahrheit anhören. Et c'est la vérité qui nous rendra libre. Diese Wahrheit wird uns freisetzen. C'est la vérité qui va nous restaurer. Diese Wahrheit wird uns wiederherstellen. C'est la vérité qui va nous guérir. Diese Wahrheit wird uns heilen. Parce que Jésus est Dieu. Denn Jesus ist Gott. Parce que Jésus est Dieu. Jesus ist Gott. Nous allons lire la Bible. Wir werden die Bibel lesen. Dans 2 Pierre. Im 2. Petrusbrief. Merci Seigneur. Danke Herr. De Pierre, 2. Petrus, chapitre 2, 2. Kapitel, verset 1, Vers 1. Je lis la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. Et si les frères et sœurs peuvent aussi examiner les Écritures, die Brüder und Schwestern sollen auch in ihren Schriften nachschauen. Si dans leur maison, zu Hause, vous pouvez aussi ouvrir aussi la parole du Seigneur. Ihr könnt auch das Wort Gottes öffnen. De Pierre, 2. Petrus, chapitre 2. Kapitel 2, verset 1, Vers 1. Comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Il y aura aussi parmi vous des faux docteurs, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses, die Verderben bringende Parteien heimlich einführen, et qui renieront le Seigneur qui les a rachetés, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, attireront sur eux-mêmes. Attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Hier spricht Apostel Petrus. Il a marché avec Jésus. Er ist mit Jesus gegangen. Et en tant qu'apôtre de Jésus, als Apostel Jesus, en tant qu'ancien à Jérusalem, als Ältester in Jerusalem, il révèle cela aux frères et sœurs. Hat er dies den Brüdern und Schwestern offenbart? Il dit, comme parmi les Juifs, il y a eu des faux prophètes. Unter den Juden sind falsche Propheten. Et dans l'église aussi. Und unter euch in der Gemeinde auch. Il y aura des faux docteurs. Das sind auch falsche Lehrer. Et quand on parle des faux. Und wenn man von den falschen spricht. C'est qu'il y a des vrais. Gibt's auch wahre. Donc les faux docteurs. Falsche Lehrer. Ils amènent un enseignement. Bringen eine falsche Lehre. Qui est contraire à la vérité. Die der Wahrheit entgegengesetzt. Et quel est le but de ces docteurs? Und was ist das Ziel dieser Lehre? C'est de détourner les enfants de Dieu, die Kinder Gottes wegzubringen, de la parole véritable, vom wahren Wort Gottes, de l'évangile véritable, vom wahren Evangelium. Et Pierre nous dit, und Petrus sagt, ils vont introduire, sie werden einführen, secrètement, ganz heimlich, des sectes dans l'église, Parteien. Ils vont travailler in der Gemeinde spalten. Dans le secret. Sie werden im Geheimen arbeiten. Ils vont travailler und werden arbeiten. À l'insu des enfants de Dieu. Und die Kinder Gottes werden nichts davon merken. Et ils vont donner des messages. Und sie werden ihnen Botschaften. Ils vont donner des enseignements. Und Lehren bringen. Qui ne sont pas soutenus par la parole. Die nicht vom Wort Gottes gestützt. Qui ne sont pas soutenus par les Écritures. Die nicht von den Schriften. Dans ce temps de la fin. In dieser Endzeit, dans ce temps de la fin, in dieser Endzeit, nous devons être comme les Juifs de Béret. Müssen wir wie die Juden von Beröa sein. Comme les Juifs de Béret. Die Juden von Beröa. Malgré le fait que c'est Paul qui enseignait. Wurden zwar von Paulus gelehrt. Mais ils examinaient les Écritures. Aber sie haben immer noch nachgeschaut in den Schriften. Ils examinaient les Écritures. Sie haben immer noch nachgeguckt, ob das wahr ist. Pour vérifier. Um zu sehen. Si ce qu'on enseignait. Ob das, was gelehrt wurde, était conforme à la parole de Dieu. Wirklich aus dem Wort Gottes stammt. Et lorsqu'un enseignement est conforme à la parole de Dieu, und wenn eine Lehre mit dem Wort Gottes übereinstimmt, en tant qu'enfant de Dieu, muss man als Kind Gottes, en tant qu'enfant de lumière, als Kind des Lichts, je dois dire Amen. Amen sagen. Et lorsqu'un enseignement, und wenn eine Lehre, n'est pas conforme aux Écritures, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, quelle que soit la personne qui en face de moi, egal welche Person vor mir da sitzt, quelle que soit la personne qui parle, egal welche Person da vor mir spricht, je dois refuser cet enseignement, muss ich diese Lehre, je dois refuser cet enseignement, ich muss sie ablehnen, diese Lehre, parce que seuls les enseignements de Jésus sauvent, denn nur die Lehren Jesu Christi retten auch, seuls les enseignements de Jésus nous affermissent. Nur die Lehren Jesu Christi stärken uns auch. Et voilà pourquoi, deswegen, Pierre nous dit,
sagt Petrus zu uns, ces faux docteurs, diese falschen Lehrer, ont renié le Seigneur, haben den Herrn, ont refusé le Seigneur, haben den Herrn abgelehnt, et ont accepté d'autres messages, und verleugnet et und andere Botschaften akzeptiert. Ils ont accepté d'autres messages. Andere Botschaften akzeptieren. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, und wir als Kinder Gottes, on n'a qu'un seul message. Haben nur eine einzige Botschaft. On n'a qu'une seule parole. Ein einziges Wort. Que tu sois en Asie, entweder in Asien, que tu sois en Europe, oder in Europa, que tu sois en Afrique, oder in Afrika, que tu sois en Amérique, in Amerika, on n'a qu'une seule parole. Wo auch immer. Une seule parole. Wort, ein einziges Wort. Un seul message. Nur eine Botschaft. Le message de Jésus. Das ist die Botschaft Jesu. L'évangile de Jésus. Das Evangelium Jesu. L'évangile qui te sauve. Das Evangelium, das L'évangile qui me sauve. Das Evangelium, das mich errettet. Et si tu enseignes comme ça, und wenn du so gelehrt bist, tu ne vas plus te faire voler par les faux. Wirst du nicht mehr bestohlen werden von den Falschen. Tu ne vas plus accepter les faux dans ta maison. Du wirst die Falschen nicht mehr bei dir zu Hause car akzeptieren. Tu seras déjà éclairé. Denn du wirst schon erleuchtet sein. Car tu seras déjà enseigné. Du wirst schon gelehrt sein. Et la Bible nous dit, und die Bibel sagt, que tout disciple accompli, jeder vollkommene Jünger sera comme son maître, wird wie sein Meister sein. Et notre maître à nous tous, und unser Allermeister, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christus von Nazareth. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, Geschwister, nous devons méditer la parole. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Nous devons prier. Beten. Nous devons demander au Seigneur und den Herrn fragen. La force, dass uns Kraft gebe. D'aimer la prière, das Gebet mehr zu lieben. De même méditer la parole, mehr das Wort Gottes zu lieben. D'aimer les enseignements. Die wahren Lehren mehr zu lieben. Si on nous vole dans les assemblées, denn wenn man uns in den Gemeinden bestiehlt, si on nous vole partout, und uns überall bestiehlt, c'est parce qu'on n'est pas enseigné. Dann nur deswegen, weil wir nicht gut gelehrt, parce qu'on n'est pas affermi, weil wir nicht gestärkt sind. Or, si on est enseigné, wenn wir aber gestärkt sind, si on est affermi, wenn wir wirklich kräftig sind, nous aurons la capacité, werden wir diese Kapazität et le courage, und den Mut, de dire la vérité, die Wahrheit zu sagen, à ces faux prophètes, diesen falschen Propheten, à ces faux frères, diesen falschen Brüdern, à ces faux sœurs, diesen falschen Schwestern, qui viennent détruire les assemblées, die Gemeinden zerstören, qui combattent la vérité, die Wahrheit bekämpfen. Nous bénissons le Seigneur, wir loben und preisen den Herrn, parce que les vrais enfants de Dieu, denn die wahren Kinder Gottes, qui sont dans ces systèmes religieux, die in den religiösen Systemen gefangen sind, vont sortir de là, werden herauskommen, par la puissance du Saint-Esprit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, car c'est le temps de Dieu dans cette nation. Das ist die Zeit Gottes in dieser Nation. C'est le temps de Dieu dans cette nation. Das ist die Zeit Gottes in dieser Nation. Et Dieu amènera, und Gott wird welche schicken, les vrais bergers, die wirklichen Hirten, les vrais prophètes, die wirklichen Pastoren, Propheten, qui ne vont pas regarder au bien matériel, die nicht das Geld anschauen werden, qui ne vont pas regarder à l'argent des âmes, die nicht das Materielle der Seelen sehen werden, mais qui auront dans leur cœur, aber die im Herzen tragen werden, le fardeau des âmes, diese Last für die Seelen, le fardeau des âmes, die Last für die Rettung der Seelen, le fardeau des âmes, die Last für die Rettung der Seelen, qui vont se dépouiller pour les âmes, die sich selber entkleiden werden für andere Seelen, qui vont prier, die beten werden, pour que les âmes soient délivrées, damit Seelen errettet werden, pour que les âmes soient restaurées, damit die Seelen wiederhergestellt werden, pour que les âmes soient guéries, damit die Seelen geheilt werden. Car dans ce temps de la fin, denn in dieser Zeit des Endes, nous allons vivre, werden wir etwas erleben. Un véritable réveil. Und zwar eine wirkliche Erweckung. Un véritable réveil. Eine wirkliche Erweckung. Et ce réveil, und diese Erweckung, ne sera pas conduit par un homme, wird nicht von einem Menschen geführt sein, mais par le Saint-Esprit, sondern vom Heiligen Geist, par Dieu lui-même, von Gott selber, par Dieu lui-même, von Gott selber. Je vois des forêts allumées. Ich sehe, wie das Feuer entfacht wird. Je vois des forêts allumées. Ich sehe, wie die Holzscheite, die Wälder entfacht werden. Et c'est le feu du Saint-Esprit. Das mit dem Feuer des Heiligen c'est Geistes. Le feu du Saint-Esprit. Mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Toi qu'on a dépouillé.
du bist entkleidet und betrogen worden. Toi que les faux prophètes ont cassé. Die falschen Propheten haben dich niedergemacht. Relève-toi. Steh wieder auf. Relève-toi. Steh wieder auf. Prie. Bete. Et Dieu te conduira. Und Gott wird dich führen. Vers ceux qui le craignent. Durch diejenigen, die ihn fürchten. Vers ceux qui l'aiment. Diejenigen, die ihn lieben. Vers ceux qui l'aiment. Diejenigen, die Gott lieben. Vers ceux qui l'aiment. Diejenigen, die Gott lieben. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Wir lesen nochmal das Wort Gottes. Dans 2 Corinthiens. In 2. Korinther. J'aime bien le livre de 2 Corinthiens. Ich mag sehr gerne den Korintherbrief. C'est notre aîné qui parle. Weil da spricht unser Ältester. L'apôtre Paul. Paulus, Apostel Paulus. L'apôtre Paul. Apostel Paulus. Il aimait tellement le Seigneur. Er hat den Herrn so lieb gehabt. Il aimait tellement Jésus. Er hat Jesus so geliebt. Il s'est privé de tout pour l'amour de Christ. Er hat allem entsagt, nur dans, wegen der Liebe Jesu. Et dans ces temps de la fin, und in dieser Endzeit, c'est rare de trouver des chrétiens comme Paul. Es ist wirklich rar, dass man Leute trifft, die sind Nous sommes tellement déjà attachés au monde. Sondern wir sind so mit der Welt verwoben. Nous sommes attachés au monde. So mit der Welt verwoben. Que nous perdons la puissance dans l'esprit. Dass wir unsere Kraft im Geist verlieren. 2 Korinther 11. 2. Korinther 11. À partir du verset 13. Ab Vers 13. Je vais lire la parole de Dieu. Ich lese das Wort Gottes. 2 Korinther 11. 2. Korinther 11. Verset 13. Vers 13. Car de tels hommes. Denn solche sind falsche Apostel. Sont des faux apôtres. Car de tels hommes sont des faux apôtres. Denn solche sind falsche Apostel. Des ouvriers trompeurs. Betrügerische Arbeiter. Qui se déguisent en apôtres de Christ. Die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Verset 14. Vers 14. Et cela n'est pas étonnant. Und kein Wunder. Car Satan lui-même. Denn der Satan selbst. Se déguise en ange de lumière. Gestalt eines Engels des Lichts an. Verset 15. Vers 15. Cela, ce n'est donc pas étonnant. Es ist daher nichts Großes. Que ses serviteurs. Wenn auch seine Diener. Aussi. Die Gestalt se déguise von Dienern en serviteur der de justice. Annehmen. Mais leur fin und ihr Ende sera conforme à leurs Werken entsprechen. Et dans ce passage, und in dieser Bibelstelle l'apôtre Paul nous fait comprendre, zeigt uns Apostel Paulus, que ces hommes-là, dass diese Menschen ce sont des faux apôtres, falsche Apostel sind. Des ouvriers trompeurs. Falsche Arbeiter. En fait, ce sont des ouvriers, das sind Arbeiter. Qui viennent en vêtement de brebis, die mit Schafskleidern kommen. Mais au-dedans, ce sont pas les enfants de Dieu. Aber innerlich sind es gar keine Kinder Gottes. Et Paul dit, und Apostel Paulus sagt, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7. So wie Jesus es auch in Matthäus 7 vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Vous leur reconnaîtrez à leur vie. An ihren Leben werdet ihr sie erkennen. Tu peux prêcher le Seigneur. Du kannst den Herrn predigen. Mais tu n'es pas de lui. Aber nicht von ihm sein. Tu peux fréquenter une assemblée. Du kannst in eine Christengemeinde mais tu n'es pas gehen, de lui. Aber nicht von Gott sein. Si tu veux être du Seigneur, wenn du von Gott sein willst, il faut accepter Jésus, dann musst du erstmal Jesus annehmen et renoncer au péché, und die Sünde vernachlässigen et renoncer au mal, und das Böse beiseite schieben. Car Jésus revient. Denn Jesus kommt wieder. Car Jésus revient. Er kommt wieder. Et Paul ici und Paulus nous donne un enseignement capital. Gibt uns eine sehr wichtige Lehre hier. Vous allez les reconnaître à leur vie. Ihr werdet sie erkennen an ihrem Leben. Si un monsieur prêche l'évangile, wenn ein Mann das Evangelium predigt, et qu'il dépouille les enfants du Seigneur, aber die Kinder Gottes ausnutzt, et qu'il vole l'argent du Seigneur, und das Geld Gottes stiehlt, il n'est pas de Dieu. Ist er gar nicht von Gott. Il n'est pas de Dieu. Er ist gar nicht von Gott. S'il insiste là-dedans, und wenn er in dieser Sünde bleibt, s'il insiste dans le mal, wenn er im Bösen verharrt, il n'est pas de Dieu. Kommt er nicht von Gott. Et vous aussi, en tant qu'enfant du Seigneur, und ihr als Kinder Gottes, il faut sortir de ce genre d'endroit, müsst von diesen Orten weggehen, et rechercher la face du Seigneur, und das Angesicht Gottes wirklich suchen. Car Jésus revient. Denn Jesus kommt wieder. Car Jésus revient. Denn Jesus kommt wieder. Nous sommes dans les temps de la fin. Wir sind in der Endzeit. La parole de Dieu est devenue rare. Und das Wort Gottes ist sehr rar geworden. La parole de Dieu est devenue rare. Das Wort Gottes ist sehr spärlich geworden. Et Christ viendra chercher, aber Jesus Christus kommt, une église glorieuse,
um eine verherrlichte Gemeinde mitzunehmen. Sans tache, ohne Flecken, ni ride, ohne Runzeln, ni rien de semblable, ohne Falten oder irgendwas anderem. Et cette église, und diese Gemeinde, n'est pas une église européenne, ist nicht eine europäische, une église africaine, oder eine afrikanische, une église américaine, eine amerikanische, une église asiatique, eine asiatische Gemeinde. Christ vient chercher une seule église, sondern eine einzige Gemeinde, composée des enfants de Dieu, von Kindern Gottes zusammengesetzt, de toutes les nations, die überall auf der Welt, ceux et celles, diejenigen, qui vont se préparer, die sich vorbereiten werden, pour recevoir le Seigneur, um den Herrn anzunehmen, pour recevoir le Seigneur, um den Herrn anzunehmen, pour recevoir le Seigneur, für die Ankunft des Herrn. Et il dit dans sa parole, und in seinem Wort steht, sans la sanctification, ohne die Heiligung, personne ne verra le Seigneur, wird keiner den Herrn sehen, personne ne verra le Seigneur, keiner wird Gott sehen. Ne rate pas ce beau jour. Du sollst nicht diesen schönen Tag verpassen. Quelle que soit ta richesse, egal welchen Reichtum du hast, quel que soit ton argent, egal wie viel Geld du hast, cherche Jésus. Du musst Gott suchen. Il est la solution de ton âme. Er ist die Lösung für deine Seele. Il est la solution de ta vie. Die Lösung für dein Leben. C'est le message. Das ist die Botschaft. Que le Seigneur me mettait à cœur de partager à ses enfants. Die der Herr mir aufs Herz legt, mit seinen Kindern zu teilen. Nous ne sommes que des humbles serviteurs. Wir sind nur demütige Diener. Toute la gloire revient à Jésus. Und alle Ehre sei Jesus. Toute la gloire revient alle à Jésus. Alle Ehre sei Jesus. Le seul. Dem einzigen. Le seul. Dem einzigen. Nous voulons faire comme Jean-Baptiste. Wir wollen es machen wie Johannes der Täufer. Voici l'agneau de Dieu qui passe. Siehe das Lamm Gottes, das nous voulons vous présenter Jésus. Wir wollen euch Jesus präsentieren. Nous voulons vous présenter la parole de Dieu. Wir wollen euch das Wort Gottes präsentieren. C'est elle qui sauve. Denn nur das allein rettet. C'est elle qui sauve. Nur das allein rettet. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Que Dieu vous garde. Gott behüte euch. Que Dieu nous protège. Gott beschütze euch. Soyez bénis dans les maisons. Seid gesegnet bei euch zu Hause. Soyez encouragés. Seid ermutigt. Jésus est à la porte. Jesus steht an der Tür. Jésus est à la porte. Jesus steht an der Tür. Jésus est à la porte. Jesus steht an der Tür. Que le nom que Jésus que le nom du Seigneur soit béni. Der Name des Herrn sei gelobt. Amen. 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 Amen.